Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Runde NF Marsch im LS22. So, ja, wie erwartet hat es am Donnerstagabend das Update der Karte und des Produktionspacks gegeben und es hat sich viel geändert. Es hat sich wirklich viel geändert. Es waren auch Sachen dabei, wo wir jetzt wirklich Glück gehabt haben. Zum Beispiel haben wir ja zuletzt das ganze Sägewerkszeug verkauft. Da sind die Preise gesenkt worden von den Sachen. Also da hatten wir nochmal Glück gehabt. Aber wir gucken uns jetzt mal ganz kurz an, was neu ist. Zum einen haben wir Multifrucht. Luzerne, Karotten, Zwiebel, Hopfen, Lavendel und Kohl ist als neue Frucht dazugekommen. Das ist so mit das Wichtigste. Passend dazu gibt es dann auch Erntefahrzeuge hier für Karotten und Zwiebeln, der eben mit auch für Zuckerrüben, Kartoffeln, er hier nur so. Die beiden Ernter für Lavendel gibt es extra. Hier haben wir einen Ernter für Kohl, der große hier. Was haben wir noch dazu bekommen? Genau, hier die rote Werkzeuge kennt man. So, das ist das eine. Jetzt springen wir mal zum... fangen wir bei den Holzfällern an. Da sehen wir jetzt hier, die brauchen Wartung. Und zwar können wir hier hingehen... Es gibt jetzt auch wir brauchen diesen Production by Input Mod. Da können wir jetzt quasi hier über Kaufen Wartung kaufen. Da müssen wir jetzt immer. Der verdoppelt quasi immer das, was drin ist. Das heißt, wir knallen den jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir haben. So, der ist voll. Das heißt, die arbeitet wieder. Der zweite Holzfäller genauso. Das ist eben ein neuer Punkt. Einige Produktionen brauchen eben Wartung. So. Das ist das. Wir sehen auch hier jetzt, das Ding ist voll. Dann gehen wir weiter. Jetzt ist die... Eine der größten Änderungen, wenn wir jetzt hier rauf gehen, wir sehen, wir brauchen elektrische Ladung, also Strom, für jedes Produkt hier. Beim Mineraldünger genauso brauchen wir Strom. Bei der Mischration brauchen wir Strom. Gut, bei den Zuckerrüben nicht, weil das eine Standardproduktion ist. So, und wir sehen hier schon, das Stromsymbol hier ist hier angezeigt bei der BGA, die produziert Strom. Und da gehen wir nämlich jetzt hier einfach auf Verteilen. Dann wird der Strom an die einzelnen Produktionen umgeverteilt. Dann, was auch noch neu ist, die Kapazitäten für Gülle, für Mist und für Zuckerrübenschnitzel ist erhöht worden. Das heißt, hier können wir mal richtig voll knallen. So, das war das. Das heißt aber auch, wenn wir Zuckerrübenschnitzel wegfahren, können wir hier im Grunde, werden wir erstmal die ganzen Zuckerrübenschnitzel rausholen. Mischration. Ja, da warten wir, dass er den Strom umverteilt. Das waren so die Hauptsachen. Was es dann eben noch gibt, um Strom zu erzeugen, neben der BGA, sind hier Hallen, die Strom erzeugen. Die kleine Halle produziert durch Einkauf von Wartung Strom, der verkauft oder für Produktion genutzt werden kann. 125 Strom die Stunde. Die hier macht 250. Die macht dann schon 300. Das ist dann nochmal so ein Pultdach. Dann gibt es hier komplette Felder. Ich sag mal, das Große macht es irgendwie über 2000 und dann eben Windräder. Und was vielleicht noch ganz interessant wäre, ist das Heizkraftwerk. Strohhackschnitzel
Und Wartung wird Strom gemacht, je 3000. Wir müssen mal gucken, wie weit wir jetzt mit unserer Geschichte erstmal kommen. Aber Fakt ist, ja, die Produktion, die Produktion, die Missionen laufen erstmal. Der wartet auf Gärreste, hier wird gespritzt. Aber ich würde gerne den da haben, weil wir werden jetzt loslegen müssen und ja, Rübenschnitzel fahren. Wir werden Mist nochmal einkaufen für die BGA. Gut, wir haben jetzt nur, sage ich mal, nur noch 33.000. Wobei, warte, wir müssen noch eins bei der BGA machen. Das habe ich vergessen. BGA, Methan. Methan brauchen wir nicht. Das verkaufen wir direkt. Und wir sehen aber schon, wir bekommen aktuell schon sehr viel Strom hier zusammen. Wie gesagt, wir können irgendwann den Strom dann auch verkaufen, wenn wir zu viel produzieren. Aber das müssen wir eben erstmal gucken. Erstmal lassen wir die ganzen Produktionen voll laufen und dann sehen wir weiter. Ja, und ansonsten sind halt viele Bugfixes gewesen wieder. Es wurden ja auch Preise angepasst ein bisschen. Der Diesel wurde erhöht, passend zur Realität. Da haben wir auch Glück gehabt, dass wir noch zwei Fässer gekauft haben zuletzt. Ja, die Einkaufspreise werden jetzt auch in der für Dünger und so werden angezeigt. Da habe ich auch noch einen anderen Mod mit reingenommen. Das wollen wir jetzt gleich mal gucken. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, Dünger. Wo haben wir hier Dünger? Mineraldünger. Wir sehen die Verkaufspreise und die Einkaufspreise. Wobei ich sagen muss, die Einkaufspreise für Dünger sind verdammt hoch. Gut, brauchen wir nicht, weil wir Dünger ja selbst produzieren. Aber wenn ich das sehe, dass ein Dünger 1000 Liter 2,5 als Big Bag kostet er 1900. Ja. Aber wie gesagt, soll uns erstmal egal sein. Beim Saatgut müsste man gucken. Ja, das ist halt das Handling mit den Big Bags ist eben immer auch ein Problem, sag ich mal, weil das einfach zu viel hin und her gekutsche dann irgendwann wird. Da ist das, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn wir eben große Felder automatisiert machen, dann werden eben die Sachen eingekauft beim Händler, beim Bahnhof. Oh, Lohndienstleistung auf der 52 abgeschlossen. Wer ist das? Bist das du? 52? Ja. Dann Spritzen. 55. Geht's gleich weiter. So, wie weit ist der? Ja, der braucht noch ein bisschen. Gut, wir müssen weitermachen. Wir wollen Rübenschnitzel fahren. Dann hätte ich jetzt noch einen Traktor aktuell frei, würde ich mit dem Aperion auch noch ein bisschen was machen. Aber was nicht ist, das ist nicht. Und ich meine gesehen zu haben, ja gut, Rübenschnitzel ist eh sinnvoller, weil die Produktion laufen muss. Dann bekommen wir auch wieder Gülle. Das ist halt alles, ist eine ins andere über und da müssen wir einfach ran. So, den großen Kipper einmal hier dran. Hm.
Eben, Schnitzel. So, jetzt will ich mal ganz kurz hier reingucken. Die neuen Früchte. Lavendel hat 2 Monate zum Ernten. Kohl auch. Ja, ich bin gucken. Im Juni könnten die ersten Erntemissionen kommen. Ja, wird doch auch hier Juni. Luzerne geht das ganze Jahr über. Boah, müssen wir uns dann mal angucken, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir Glück gehabt, dass wir einige Sachen eben noch vor dem MEF-Wechsel gemacht haben. Weil, ich habe da nämlich schon sowas Leuten gehört, dass da was sich ändern könnte. Deswegen habe ich den Verkauf auch gemacht von den Brettergeschichten. So. Und dann gehen jetzt die ersten Rübenschnitzel darüber. Müssen wir mal gucken, wie weit der. Na gut, den Mäher, den wollten wir ja erstmal komplett durcharbeiten lassen, weil wir da mit dem Wender nicht in die Quere kommen wollen. Das heißt, da müssen wir halt noch ein bisschen warten, bis der durch ist. Oh, wir haben auch schon wieder 16 Uhr. Also die Zeit intern rennt aber auch. Da müssen wir mal gucken, dass wir das eine oder andere noch erledigt bekommen, bevor die Nacht reinbricht. Mal gucken, arbeitet jetzt die, ja, die Rübenschnitzelgeschichte läuft wieder. Da müssen wir demnächst mal Wasser nachfüllen. So, dann auf in die nächste Runde. So, genau, 16 Uhr ist. Es heißt, er müsste eigentlich Strom jetzt verteilt haben. Warte mal, müssen wir mal gucken. Die BGA hat jetzt nur noch 2000. Ja, Mischration läuft. Da ist ein bisschen Strom und wir brauchen 250 pro Zyklus. Hier brauchen wir 100, 100, 200 und 200. Das sind 2, 4, 5, 600. 600, 800. 1050. Ja, das heißt, wir brauchen 1050 pro Zyklus, aber wir produzieren 7000 und wir produzieren 14.000, wir machen also 10.000 Überschuss. Ist eigentlich ganz gut, wie gesagt, dann knallen wir erstmal die Produktion bis an den Rand voll und dann können wir eben erstmal wieder Strom verkaufen, damit wir da weiterkommen. Ja, und eben BGA muss laufen, die muss uns Geld bringen. Die muss einfach immer mehr Geld reinbringen. Und solange wir die eben mit unseren Zuckerrübenschnitzeln plus dem Überschuss der Silage-Missionen und na klar den Mist betreiben können. Alles bestens. Dann ist alles bestens. So, lass uns mal beim Zucker gucken. Ja, da können wir auch gleich mal Rübenschnitzel reinknallen. Ja, Zuckerrohr wollten wir eigentlich auch noch machen, irgendwann mal. Da können wir mal gucken, ob wir irgendwo ein kleines Feld finden.
Wir hatten ursprünglich hatten wir die 32 mit Zuckerrohr, also in der 19er Version, was aber rein theoretisch schon fast zu groß gewesen ist. Ja, sowas wie die 49 zum Beispiel kostet eine halbe Million. Da ist Baumwolle drauf. Ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken, wie uns jetzt das Geld zugespielt wird, was wir reinbekommen. Und danach sehen wir das. So, jetzt laden wir aber erstmal hier Opa. Zuckerrübenschnitzel ab. Ich kann mal kurz was nachschauen. Einnahmen BGA sind wir jetzt schon bei 45.000. Ja. Das ist nicht wenig. Oh, dieser Husten, ich sag's euch, der ist so hartnäckig bei mir. Das glaubt man gar nicht. So, während der belädt, ah ja, hier wird wieder Nachschub geholt. Ja, das Mähen kommt auch voran. Ja, ich weiß, dass der getankt werden muss. Der muss da aber jetzt noch durch. So, hier werden Gärreste geholt. Der ist auf dem Weg zu seiner nächsten Mission. Der holt auch. Oder hat Nachschub geholt? Ja, läuft. Es läuft. Alle sind da, wo sie sein sollten. Das heißt, wir könnten eigentlich gleich mal jetzt auf dem Rückweg von der BGA eine Fuhre Zuckerrüben mitnehmen und gucken, dass wir die in die Zuckerfabrik und in den Häcksler reinschmeißen. Weil ich glaube, zwei Fuhren zur BGA reichen erstmal. Gut, wir müssten rein theoretisch noch Mist fahren. Aber erstmal Zuckerrüben. Ist auf jeden Fall schöne Sachen hier. Also mit Multifrucht und wir mussten, das ist ganz wichtig, wir mussten kein neues Save Game anfangen. Das hat soweit funktioniert. Wären, so wie ich mitbekommen, wären noch mehr Früchte dazugekommen, dann wäre es zum Problem geworden. Aber so geht das aktuell. Bleibst du stehen, bleibst du stehen. So, wir machen hier mal unser obligatorisches Thumbnail-Bild. So, komm. Lade ab. Und dann, wie gesagt, zum Hof einmal Zuckerrüben laden. Wir müssen dann vor allem auch mal schauen, wie weit wir mit unseren Zuckerrüben überhaupt kommen. Wir haben zwar ja neue Flächen angesät, aber ja, ist die Frage, ob das reicht, um dann auch das Folgejahr zu überstehen. Oder vielleicht kaufen wir uns ja auch noch ein Zuckerrübenfeld. Eins, das schon angesät ist, das wir dann eben ernten und quasi dann auch als neues Feld für die Zukunft haben, wo man dann zum Beispiel ja, entweder neue Früchte oder eben Zuckerrohr zum Beispiel ansehen könnte. So, Zuckerrüben.
Ja, wir haben noch über 1 Million. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da eng laufen. Es geht alles noch gut Rande. So, aber wir sind für den Moment hier erst einmal durch. Heute Nachmittag geht es na klar weiter mit einer neuen Runde. Schaut dann gerne wieder vorbei. Ich würde mich freuen. Bis nachher. Ciao, ciao.